einen Webseiten, die wir heute noch vorstellen, www.annenviertel.at, die jetzt keine Seite von der Stadt Graz ist, sondern wirklich als Community-Plattform quasi entstanden ist, um ein bisschen da die Projekte ein bisschen zu informieren, was es alles gibt. Eine Einrichtung für der FH und dort im Studiengang Journalismus und PR eben. Und vielleicht nur ganz kurz, wir sind jetzt hier dabei, weil wir beschlossen haben, ein Projekt, das eigentlich der Roto ursprünglich gedacht hat, also die anderen Posten, so ein Medium fürs Vierte, so auf unsere Art fortzuführen und mit den Studierenden am Lehrgang fortzuführen. Das sind ungefähr zurzeit 50 Studierende, die Journalismus lernen und die sich mit dem anderen Vierte vertraut machen. Also das Erbe antreten, ein bisschen oder versuchen, dem auch gerecht zu werden, was ihr dann Vorarbeit geleistet habt. Und dieses Viertel in seiner Entwicklung journalistisch mit hoher Qualität, wie wir hoffen, zu begleiten. Das ist so unser Anspruch. Ich habe begonnen mit dem Studium mit 27 anderen am 3. Oktober und am selben Tag sind wir in das kalte Wasser der anderen Post geworfen worden. Ja, das war wirklich so. Also wir hatten keine Ahnung. Und am ersten Studientag hat es geheißen, das ist euer Projekt und jetzt morgen macht ihr das. Wir haben es versucht. Das Annenviertel ist wirklich extrem facettenreich und es geht von Themen Migration über irgendwelche neuen Eröffnungen, irgendwelche Aktionen. Und wir versuchen da eigentlich uns wirklich keine Grenzen zu setzen, weil es halt einfach wirklich so ein Konglomerat an ganz vielen verschiedenen Geschichten ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedes Projekt Annenviertel ist jetzt in seinem dritten Jahr, hat also 2009 begonnen und seither ist sehr vieles passiert in ganz unterschiedlichen Formaten. Es hat begonnen bei Ausstellungen, Kunstprojekte im öffentlichen Raum gab es. Es gab sehr viele Workshops, Schnitzeljagden, Beteiligungsprojekte, wo Künstlerinnen und Künstler mit Bewohnerinnen aus dem Viertel gearbeitet haben. Es sind Dinge designt worden, es gab auch eine Konferenz, also ein sehr vielseitiges Programm, das in diesem, also in diesem Buch dokumentiert wird und wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt geschafft haben.